Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute ein cooles Interview mit dem Johannes Kossmann. Das ist einer meiner Coaching-Teilnehmer. Wir haben ihn schon mal vor ungefähr circa einem Jahr interviewt und jetzt schauen wir uns an, welche Erfolge er auch ein Jahr später hat. Es wird ein super spannendes Interview. Viel Spaß. Ich bin Online-Marketing-Spezialist, Fotograf und Videograf und bin jetzt seit einem Jahr all-in selbstständig mit meiner GmbH. Und es läuft dank dir weiter richtig gut. Ja. Ja, ich habe vorher gearbeitet in einer Apothekenkette, habe eine große Marketingabteilung geleitet dort. Das heißt, eigentlich war Marketing nicht mein Hauptproblem zuerst, dachte ich das zumindest, weil das war ja mein Daily Business, den Job, den habe ich gut gemacht. Und hatte aber das Problem, dass mir der Unterschied zwischen B2B und B2C-Marketing überhaupt nicht klar war und ich dann gleichermaßen mein Marketing durchgezogen habe und das hat nicht funktioniert. Ja. Mittlerweile ist mir sehr klar, weshalb und warum. Ja. Erzähl doch mal, weshalb und warum. weil ganz einfach Unternehmenskunden anders angesprochen werden müssen als Privatkunden. Ja. Das gibt einerseits rechtliche Einschränkungen, die anders sind bei der Ansprache, andererseits sind es andere Kanäle, andere Instrumente, andere Plattformen, andere Arten, Menschen anzusprechen und zu begeistern für eine Idee. Mhm. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann ist man halt komplett lost. Dann ist das Hoffnungsmarketing, versucht man irgendwas. Und ja. Es kann auch sein, dass man Glück hat, dass man was total durch die Decke geht, kann ich mir echt gut vorstellen, aber ja. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht das Gefühl, dass das langfristig funktioniert. Ja, sehr gut. Aber erzähl mal, was waren denn so deine größten Herausforderungen, als du zu mir ins Coaching gekommen bist? Ich weiß, du hattest sehr, sehr viele Bedenken noch im Beratungsgespräch, als wir miteinander gesprochen haben und alles, ja. Und dann habe ich gemeint, ja komm, wir machen das Coaching jetzt. Und dann hast du gemeint, ja okay. Aber erzähl mal, was waren so deine größten Herausforderungen? Ja, ich hatte Bock, alles zu tun. Ich wollte... Ja. Ein bisschen Hochzeiten, weil ist ja cool, alles sind happy auf Hochzeiten, macht sicher Spaß. Ja. Dann wollte ich unbedingt Produktvideo ausprobieren. Mhm. Autos fand ich spannend. Ist alles immer noch so. Fänd ich alles immer noch geil, aber ist halt schwierig, das Business so aufzubauen, weil das A und O ist die Spezialisierung und die habe ich dann mit dir ja ausgearbeitet. Positionierung. Genau. Ja. Die Einschränkung des Angebots, weil, und das hilft mir jetzt total, ich bin in der Schweiz der Einzige, der auf Videomarketing für Gesundheitsunternehmen spezialisiert ist. Da gibt es einfach keinen anderen. Ja. Und das heißt, wenn jemand irgendwie in diesem Bereich irgendwas sucht, dann landet er, ob er möchte oder nicht, bei mir. Das geht gar nicht anders. Ja. Das heißt, es ist unfassbar viel Traffic, der kostenlos einfach bei mir landet, weil sonst keiner diese Positionierung hat. Also das, was ich meine mit Expertenstatus, ja, den sich Johannes letzten Endes dadurch aufgebaut hat und deshalb ist er auch in der Lage, sage ich mal, gewissermaßen anders auf dem Markt aufzutreten, andere Preise abzurufen, weil man halt einfach versteht, okay, wenn ich als Arzt, wenn ich in der Pflege oder was auch immer tätig bin und ich brauche ein geiles Video, dann gehe ich zum Johannes, weil letzten Endes ist vielleicht ein bisschen teurer, aber er macht es halt richtig geil. Ja, und das ist wohlbemerkt in einem Jahr, oder? Also ich habe jetzt nicht 10 Jahre auf diese Positionierung hingearbeitet, sondern ich habe mich sauber positioniert, habe meine Kanäle richtig strukturiert, die Webseite richtig ausgerichtet. Und wenn dann schon ein paar Testimonial-Videos dabei sind und ein bisschen was an Referenz, dann reicht das für diese Positionierung schon mal aus, wenn die richtig ausgerichtet ist. Das muss dann nicht 10 Jahre, das geht dann nicht 10 Jahre. Und wie du sagst, ich kann komplett andere Preise nehmen wie vorher. Und es gibt viele, die fragen mich, wie kriegst du das hin, diese Preise durchzusetzen? Und dann sage ich halt, ja, meine Kunden glauben mir, dass ich in dem besser bin als alle anderen, weil es keinen anderen gibt, der genau sich so positioniert hat. Das ist der Punkt. Genau, aber kommen wir nochmal darauf zurück, weil ich weiß, du hast auch so ein bisschen davon erzählt, so du wusstest eigentlich noch nicht so richtig, wie du Kunden gewinnst. Ja, weil du kamst ja, sag ich mal, aus dem B2C-Marketing. Dann hast du ja bei mir gelernt, wie man richtig eigentlich Kunden gewinnt. Erzähl mal. Meine Hauptsorge, die ich hatte mit dem ganzen Thema der Selbstständigkeit und der eigenen Firma, ist diese Unsicherheit. Ja. Du weißt nicht, was läuft und das kann echt
psychisch stressen, oder? Wenn man zwar weiß, ich habe jetzt was, aber ich habe in 2 Monaten habe ich nichts mehr. Was ist dann? Und diese Angst oder dieser Stress, der verschwindet, wenn du weißt, was du tun musst, um neue Kunden zu gewinnen. Also man ist deshalb nicht permanent ausschließlich mit Sales beschäftigt. Viel, weil es wichtig ist, ja. Aber ich denke, der Hauptpunkt ist der, dass ich jetzt weiß, was ich tun muss, um neue Kunden zu gewinnen, falls ich die nicht habe. Genau. Falls die nicht aufgrund meiner Positionierung sowieso mir entgegenspringen, dann, wenn ich morgen einen freien Tag habe, wo ich keine Arbeit habe, weil ich keinen Job habe, weiß ich genau, was ich tun muss. Ja. 1:1, was ich tun muss, um neue Kunden zu gewinnen. Und das ist genau der Punkt, und das habe ich bei dir gelernt. Genau, ja. Und das ist, finde ich, extrem wichtig, dass du das sagst, weil ich weiß selbst noch, als ich meine ersten Imagefilmaufträge und was auch immer gemacht habe, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte einfach null Klarheit darüber, was soll ich jetzt eigentlich machen, um neue Kunden zu gewinnen. So, weil im B2C-Marketing mit Hochzeiten ist mir das einfach gefallen, weil ich das schon mittlerweile dann gewissermaßen raus hatte, ja. Aber als es dann eben im Geschäftskundenbereich ging, so, ich war völlig lost. Ich wusste so, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann habe ich so komische Sachen gemacht, wie du es, glaube ich, auch bei mir im Interview erwähnt hast. Ich habe so angefangen, kostenlos Sachen zu filmen. Ja? Ich habe dann gemeint, so, ja, ich fange jetzt einfach an for free für irgendwelche Firmen, Unternehmen, was auch immer zu machen. Und glaub mir, ich habe dann die wildesten Sachen gemacht. Ich habe dann irgendwie angefangen, auch selbst für Diskotheken irgendwie was zu filmen, für so kleine Beträge für 400 Euro, irgendwie so einen kurzen Werbespot oder ähnliches gemacht. Ja, und hatte einfach, keine Ahnung, bin auf irgendwelche Netzwerktreffen gegangen, ich bin in irgendwelche Coworking Spaces gegangen und alles Mögliche, einfach auf Events gegangen, die überhaupt branchenrealitätsfern waren, ich habe es versucht, bei Startups irgendwie reinzukommen und alles Mögliche und dann irgendwann später festgestellt, dass die sowieso alle broke sind und gar nicht in der Lage wären, mich wirklich zu bezahlen, hatte eben dieses Schema, was ich vorhin, ich weiß nicht, ob du dabei warst, im Webinar auch gezeigt mit den, okay, es gibt Selbstständige, die 0 bis 5.000 Euro verdienen, es gibt Konzerne und so weiter, von denen man sich lieber die Finger davon lassen sollte, etc. Das habe ich alles nicht gewusst. Ich hatte null Klarheit darüber, habe alles Mögliche gemacht, aber einfach nie gecheckt, okay, wie es funktioniert. Und da hätte ich mir schon so viel früher jemanden einfach gewünscht, der mir da Klarheit reinbringt. So. Und das haben wir letzten Endes dann bei dir gemacht. So. Deswegen erzähl mal, wie war denn da so deine Entwicklung? Ja, ich denke, erstmal habe ich mich ziemlich gewehrt. Das weißt du auch, da haben wir diskutiert, da war ich nicht happy und habe ich eine oder vielleicht auch mehrere Nächte darüber geschlafen und habe gemerkt, weil ich habe eine Ausbildung im Marketing und so weiter, und wenn ich irgendjemand sage, ja, wenn du irgendein Produkt verkaufen musst, dann positionier das Produkt, dann mach eine Marke. Nur bei mir selber wollte ich das nicht glauben, weil ich halt Bock hatte auf alles Mögliche. Und das heißt ja nicht, dass man im Hobbybereich nicht alles Mögliche immer noch, ich habe auch einen Freund, der hat eine coole Karre, die habe ich auch schon fotografiert, aber das ist halt kein Business, das ist halt Hobby und das ist ja super. Und vielleicht kann ich noch etwas dazu erzählen, ich habe ja in 2 Branchen gearbeitet, bevor ich meine Firma gegründet habe. Das eine war die Gesundheitsbranche und das andere war die Food- und Gastrobranche. Und ich mache mittlerweile viel in der Food- und Gastrobranche, aber man findet darüber nichts im Internet, wenn man mich sucht. Ja. Die Food- und Gastrobranche ist mein zweites Standbein, das ich mir aufgebaut habe, nachdem die Gesundheitsbranche etabliert war. Aber das habe ich nicht im sichtbaren Bereich aufgebaut, sondern das habe ich hinter den Kulissen aufgebaut, weil sich als Spezialist auf 2 Themen zu positionieren, ist unglaubwürdig, oder? Ja. Das heißt, ich habe für meine Abwechslung, dass ich ein bisschen Abwechslung, ein bisschen kreativen Spielraum noch reinkriege, habe ich dieses zweite Standbein. Wenn eins Bach abgeht, dann habe ich noch das zweite. Aber sichtbar bin ich nur in genau einem Bereich, das ist die Gesundheitsbranche. Ja. Sorry, jetzt habe ich aber dich nochmal zu deiner Entwicklung. Ich habe die Antwort gar nicht gegeben. Ja, ich merke richtig. Schon. Erzähl mal kurz, wenn ich sagen darf, das Endding, was ich jetzt vor kurzem auch mitbekommen habe, war, du bist jetzt sogar Dozent. Ist es korrekt? Nennt man das auch so in der Schweiz, Dozent? Ja. Ja. An der Uni für? Ja, also Fachhochschule, Videomarketing. Ja, genau. Und wie ist es denn dazu gekommen? Ich meine, vor einem Jahr, glaube ich, so, da haben wir gestartet. War das ungefähr vor einem Jahr? Ja,
Ja, das war ziemlich genau vor einem Jahr. Ja. Ja, genau so. Und jetzt ein Jahr später, natürlich mit auch fünfstelligen Monatsumsätzen etc., als auch jetzt bis zum Dozenten für Videomarketing an der Uni. Ja. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen oder was hast du da durchlaufen? Ja, das sind viele Steps. Also ich glaube, das Wichtigste war tatsächlich die Positionierung, weil ich habe einfach immer alles auf diesem einen Thema rausgeschossen, auf LinkedIn und auf der Website, auf Social Media, überall. Ja. Und das führt zu Reaktionen. Und natürlich sind nicht alle, die mir dort folgen, sind aus der Gesundheitsbranche, sondern teilweise sind das auch meine ehemaligen Universitätsprofessoren. Und da kam einer dann auf mich zu und meinte, hey, ich habe gesehen, du hast da so ein gut positioniertes Unternehmen und so, wie viele seid ihr überhaupt? Ich bin alleine, aber mein Auftritt wirkt halt, als ob da 15 Leute hinten dran stehen oder sowas. Und die kriege ich auch zusammengetrommelt, wenn ich so große Jobs mache ich auch. Da bin ich mit 2, 3 Assistenten dann auf dem Dreh. Kam alles schon vor. Und das zu kommunizieren vermittelt halt Kompetenz in diesem Bereich. Ja. Und der meinte dann ja, bei uns ist ein Dozent, ein Professor für Videomarketing, ist pensioniert worden, ob ich nicht Bock hätte, das zu übernehmen. Und das mache ich jetzt. Das ist Erwachsenenbildung im, wie sagt man da, CAS gibt es bei euch auch, Certificate of Advanced Studies. Okay. Das ist Erwachsenenbildung. CAS, DAS, MAS, also Masterstudiengänge eigentlich. Okay, so ja. Ja, da mache ich jetzt Video-Marketing-Teaching. Das ist super. Das finde ich krass, also weil, keine Ahnung, also als ich studiert habe, ich weiß nicht, ich finde, da war sehr viel Theorie. Ich frage mich, was du denen zeigst. Ja, alles. Nee, hauptsächlich Praxis. Ja, eben. Also das sind Leute, die kommen aus dem Marketingbereich, haben aber von Video keine Ahnung. Ah, okay. Das heißt, die kriegen dann auch mal eine Kamera in die Hand und das schauen wir dann ganz konkret. Also Content Creation von A bis Z halt im Corporate-Bereich, aber nicht diese Highlight-Produktion. Also ich bringe denen nicht bei, wie man ein Image-Video dreht, sondern wie man eine coole Story macht, ohne dass die aussieht. Also ich weiß auch nicht, die 70-jährige Oma ein Bild auf WhatsApp schickt. So, okay, alles klar. Ja, sehr nice, ne? So, und das heißt, genau, was wir jetzt, wenn wir es zusammenfassen können, du hast dich positioniert, ja, du hast dich im Endeffekt hochpreisig in den Markt auch reingestellt, ja, und du hast es dann eben gelernt, auch wie man Kunden gewinnt, ja. Was ist so da die Main-Strategie, wenn man so fragen darf, was du momentan nutzt, um tatsächlich auch Kunden zu gewinnen? Oder ist es mittlerweile viel über Weiterempfehlungen oder wie machst du das? Es läuft schon viel über Weiterempfehlungen und es läuft auch viel darüber, dass Unternehmen, die mit mir zusammengearbeitet haben, wieder mit mir zusammenarbeiten wollen. Bestandskundengeschäft, das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ja. Genau. Und wenn ich Akquise mache, dann mache ich viel über Loom und so weiter. Also die Video-Sales-Strategie praktisch aus dem Training. Strategie immer. Das finde ich die ist das, was bei mir am besten funktioniert. Ja. Ich habe unterschiedliche Dinge probiert. Ich habe noch keinen Report. Ich komme einfach nicht dazu, dazu kommen wir später heute noch. Schreiben, weil ich einfach zu viel Arbeit habe. Das heißt aber auch, dass es umgekehrt, bin ich aktuell nicht am Punkt, wo ich das total dringend benötige. Ja. Ja. Sehr Sollte den Auto aus meiner Kamera einstellen, fest, das pumpt ein bisschen. Ja. Was hast du für eine Kamera? Das ist jetzt eine Sony. APS-C 6400. Deswegen bin ich bei Canon, weißt du, da läuft es. Ja, genau. Nee, das finde ich schon mal sehr cool. Ja, also das ist auch so der Punkt, den ich auch, glaube ich, so ein bisschen vorhin angesprochen habe. Ihr müsst halt erstmal gewissermaßen reinkommen, ja, in so dieses, also zwei Key Learnings, wenn ich so sagen kann. Zum einen, du hast eigentlich nie wieder Angst, kein Geld mehr zu verdienen, weil du genau weißt, wie es funktioniert. Ja, du weißt, selbst wenn du keine Auftragslage hast, weißt du exakt, was du tun müsstest, damit du wieder neue Kunden gewinnst. Das ist das eine. Und das andere ist, Johannes hat es natürlich, am Anfang hatte er ja eben nicht so viele Kunden oder fast gar keine Kunden und hat das dann das Ganze eben dann angeschoben mit den Strategien, die ich dann auch im Training eben zeige. Und jetzt muss er halt davon auch nicht mehr so viel machen. Ja, weil es eben sehr viel über Bestandskundengeschäft läuft, weil einfach auch viele Weiterempfehlungen kommen. Und das ist eben auch geil. So kann es ja auch eben bei euch laufen. Aber ihr müsst halt erstmal den Wagen ins Rollen bringen, ja, wenn man so sagen kann, bis es dann eben läuft. So. Und bei dir hat es halt eben super funktioniert. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir dann den ersten fünfstelligen Monatsumsatz? Okay. Wann war das? Steht nicht da. Nee, ich glaube, den Monat habe ich nicht draufgeschrieben, oder? Nee, Monat steht nicht da. Ja.
Das war im Frühjahr irgendwann. Warte, bitte, sorry, ich habe es nicht gehört. Im Frühjahr war das irgendwann. Okay. März, April, Alright. sowas. Ja, Aber ich wann sind müsste wir mal gestartet? rechnen. Weißt du, wann wir gestartet sind? Sind wir im Januar gestartet? Nee, im November. Okay, also hat es schon ein bisschen länger gedauert als 3 Monate tatsächlich. Ja. Ja, Ja, wie okay. ich meine, vorher war ich, die Monate vorher war ich bei 8.000, 9.000 Ah, und war knapp dann, vorbei. das war immer knapp vorbei und dann, wobei, gell, also 9.000 ist auch okay, da kann man auch, Ja, ja, aber ist ich man auch frage, nicht also ich weiß, beschweren nach ein paar Monaten. du bist auch knapp manchmal an den 25.000 Ja, ich muss rangekommen. mal rechnen. Ich glaube, ich bin da mittlerweile drüber. Ich muss mich mal in meine Buchhaltung Ja, machen. okay. Ja. Alles klar. Ja, sehr cool, ne? Deswegen, also weiß nicht, wenn du noch mal zusammenfassen könntest, was denkst du, war so dein größter Erfolg? Klarheit und Struktur in mein Business zu kriegen. Ja. Und es ist eigentlich paradox, weil genau das helfe ich anderen. Ich habe eine Agentur, ich mache Online-Marketing, Videoproduktion für andere Unternehmen. Das heißt, ich strukturiere deren Angebot. Ja. Aber auch wenn das der Beruf ist, das für andere zu tun, braucht man jemanden, der einen selber reflektiert bei sich selbst. Ja. Ich kann für andere eine Strategie machen, ich kann es nicht alleine für mich. Und deswegen, Walter als Sparring-Partner zu haben, ist super, weil er ist einfach ehrlich. Also du sagst mir klipp und klar in die Fresse, wenn ich komische Vorstellungen habe, und das habe ich immer sehr geschätzt. Weil es halt nicht einfach, ja, Ja, ich bin da immer ein genau, bisschen gute selbst unsicher, muss ich Zusammenfassung. sagen, wie hart ich da vorgehen darf. Ja, ich weiß, viele, das kann auch gewissermaßen abschreckend wirken. Ich glaube, das gibt auch viele Leute, die sich vielleicht dann auf meinen YouTube-Kanal abgeschreckt fühlen, aber ihr habt ja so ein bisschen mich mitbekommen, wie ich jetzt auf dem Webinar gesprochen habe, wenn ich dann sage, so, ey, Stunden- und Tagessätze finde ich völlig lost, ja, dann ist es eine klipp und klar und ehrliche Antwort von mir oder beziehungsweise Aussage von mir, die ich natürlich auch irgendwo backuppen kann. Aber so müsst ihr halt mich eben einschätzen, ja, falls sich jemand mal überlegt, tatsächlich mit mir auch zusammenarbeiten zu wollen, dass es dann eben sehr ehrlich ist und ja, vielleicht auch gewissermaßen hart sein kann und man muss da auch gewissermaßen kritikfähig sein, sage ich jetzt mal. Einfach aus dem Grund, also man kann alles schön reden oder was auch immer, aber irgendwo muss man dann halt auch mal die harten Daten und Fakten ins Gesicht bekommen und erzählt bekommen, okay, es geht auch anders. Weil, warum ist das so? Warum mache ich das auch so? Weil zum Beispiel, ich war, wie gesagt, bei mir war es auch früher so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe gedacht, es gab einen Zeitpunkt bei mir, wo ich auch die Hochzeiten gemacht habe, wo ich gedacht habe, ich bin der krasseste und geilste Hochzeitsvideograf in ganz Deutschland. So, und Schweiz und Österreich, im deutschsprachigen Raum. Und habe gedacht, so, niemand kommt an mein Level ran. Und ich dachte wirklich, ich bin top-notch. Und das ist so, wo man dann irgendwann mal auf den Tatsachen der Boden geholt werden muss, weil man eigentlich überhaupt nicht so weit ist, wie man denkt. Und ich glaube, es war vielleicht auch gewissermaßen so bei dir, weil du gesagt hast, so, hey, ich bin doch im Online-Marketing tätig, ich weiß, wie es funktioniert und alles Mögliche. Und dass man dann vielleicht gewissermaßen mal auf die Tatsachen der Boden geholt werden muss und sagen, pass auf, du kannst auch was Neues noch immer lernen. Ja, es geht auch noch immer besser. Und genauso war es auch bei mir dann eben im Videobereich, wo ich dann eben auch so ein bisschen mal nach Amerika geschaut habe und gesehen hab, so, okay, es gibt echt krassere Hochzeitsvideografen als mich. Und das muss man eben so gewissermaßen selbst reflektiert sein und dann auch eben auch lernen. Weil ich weiß, es gibt auch viele Leute, die sich weigern, Coaching zu machen und sagen, ah, das sind alles Betrüger oder was auch immer. Und das bringt nichts, auf keinen Fall. Und es gibt sehr viele Leute, die es auch anderen Leuten abraten, habe ich alles schon miterlebt und mitbekommen. Ja, und genauso umgekehrt habe ich dann gesehen, dass Leute das dann trotzdem gemacht haben und auf einmal viel weiter waren als die Videografen, die denen ursprünglich gesagt haben, macht es nicht. Ja, weil sie dann auf einmal verstanden haben, okay, es geht ja, ich habe eigentlich fast alles falsch gemacht, mir hat es ja noch niemand gezeigt, ja, wie richtig Marketing, wie richtig Vertrieb geht. Und ja, wenn man es dann eben einmal raus hat, wenn man es einmal gelernt hat, dann funktioniert es halt ziemlich geil. Ja. So, hast du noch irgendein Schlusswort? Weil sonst wären wir durch. Ja, also eigentlich habe ich zwei Schlussworte. Erstens, ihr sucht niemanden, der euch applaudiert. Also dafür ist die Mama oder sonst jemand zuständig. Aber wenn ihr eine Businessberatung braucht, dann braucht ihr niemanden, der euch applaudiert, sondern jemand, der euch klipp und klar sagt, was er denkt, was eure Probleme sind. Ihr könnt immer noch die Entscheidung letztendlich selber treffen, was ihr umsetzt und was nicht. Wobei ich auch Alex unterschreiben würde, setzt so viel wie möglich um, weil nur so findest du raus, was wirklich funktioniert. Und vor allem halt Ja, aus meiner Sicht die und richtigen Strategien, weil es gibt halt, du kannst alles Mögliche machen, aber das gibt halt dann auch Sachen, Strategien und Wege und Möglichkeiten, die halt einfach
erwiesenermaßen funktionieren. Und wenn man die halt weiß und kennt und dann auch richtig anwendet, ist es halt einfach viel einfacher, bis man es selbst rausfindet. Weil ich glaube, das hast du auch gemeint. Ich glaube, du hättest ja niemals selbst rausgefunden, was ich dir da alles beigebracht habe. Ja, es ist ja, jeder kennt das, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt und mit jemandem drüber spricht, kommt man weiter. Egal, ob das die Partnerin der Partner ist oder Freunde oder sonst irgendjemand. Und jetzt muss man sich vorstellen, das Gegenüber ist nicht jemand, der keine Ahnung vom Fach hat, weil das hilft ja auch schon, sondern die Person gegenüber ist absoluter Vollprofi in diesem Bereich. Und unsere Kompetenz als Videografen, Fotografen ist erstmal Technik, schöne Bilder machen etc. Wie man ein Business aufbaut, ist eine ganz andere Geschichte. Und es ist teilweise auch einfach dumm zu glauben, dass man das alles selber kann. So. Das finde ich sehr wertvoll, dass du sagst, weil ich glaube, du warst ich glaube, du warst am Anfang nicht dabei. Das war das allererste Thema, was ich heute eben angesprochen habe mit, ihr müsst eure zwei Rollen verstehen. Es gibt die des Foto- oder Videografen und es gibt die des Selbstständigen. Ja? Und die meisten von euch können wahrscheinlich die Rolle des Foto- oder Videografen sehr gut. Gehe ich jetzt einfach mal auch davon aus. Aber die des Selbstständigen müsst ihr halt eben auch lernen und irgendwie meistern, damit ihr die Rolle des Foto- oder Videografen überhaupt auch ausüben könnt. Für andere Bereiche, holt euch Support in der Buchhaltung oder bei rechtlichen Fragen, um irgendwelche Verträge abzusetzen. Wir haben nicht alle Finance studiert und nicht alle sonstigen Themen. Das kann man einfach nicht abdecken ohne professionelle Unterstützung. Das heißt, man macht Fehler, die unnötig sind. Und die kann man vermeiden. Ja? Also sage ich auch immer, Erfolg ist das Vermeiden von Misserfolg. Ja, und wenn du da diese ganzen Fehler vermeiden kannst, dann kommst du eigentlich ziemlich schnell auch voran. Ja, und wenn auch du solche Ergebnisse erreichen möchtest mit deinem Fotografie- oder Videografie-Business, dann trag dich doch gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch ein, wo wir uns mal deine Situation genau anschauen und dann auch beurteilen können, ob und inwiefern wir dir helfen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf dich.